Hallo, 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 willkommen zu GTA Online und wir... Wunderbar, diese Qualität, Xbox-Wechsel. Ja, ein neues Update ist da, was uns mal wieder das Taschengeld aus der Taschen ziehen will. Wir gucken uns das jetzt an. Gemeinsam werden wir uns aufregen. Und zwar gibt es jetzt Yachten und man kann sich Häuser in den Wynwood-Hotels kaufen und andere Sachen und Waffen und Autos und Cannabis und Walscheiße kann man jetzt auf dem Grund des Meeres sammeln. Walscheiße, ja, das ist dann für die, die kein gemoddetes Geld haben, die können sich damit Walscheiße beschäftigen. Ein bisschen Walscheiße. So wie Carlos. Sein Smiley. Die findest du alle im Ozean von GTA. Und guck ich gerade mal. What the f. So, das ist dieses Yachtenzeugs. Yacht von Tim? Ach, wenn die Yachten dann hier verschieden platziert von Nebenspieler in der Lobby, kann das sein? So stelle ich mir das ungefähr vor, das kann sein. Kaufst du dir die Yacht, die ist so Hammer! Ja, hab ich das Geld hätte? Kein Problem, ne! Ich würde erstmal, viel wichtiger, was scheiß auf die Billigjacht da und sowas. Erstmal das Allerwichtigste, wovon wir am meisten leben, muss ich hier abchecken. Und zwar, was glaubt ihr, ist das? Die Bleischleuder! Natürlich! Sehe ich etwa so aus, als hätte ich 500 Euro über. Aber ich habe die Preise noch nicht gesehen, ihr schreibt mir jetzt auch nicht hier rein, ich werde mir das gleich angucken. Wo zur Hölle ist so ein verficktes Scheißgeschäft, wo sind diese... Ohne Scheiß. Waffenladen. Zwei neue Waffen soll es geben. Warum ist der eigentlich da oben rot? Warum haben die so komische Farben? Hat jetzt dann nicht, man ist das, jetzt dann nicht, das Spiel ist noch so dreckig unfair und gibt den Spielern andere Farben, wenn sie irgendwie was von dem Update besitzen. Also dann krieg ich ja einen Kotzer jetzt, ne? Dann krieg ich das aber dann... Schlag in die Fresse hier! Dreck. So, okay, weiter geht's. Ich habe gerade so den Trailer aus Zufall gesehen und gesehen, dass das heute released wird, deswegen spiele ich jetzt kurz. Ansonsten kann mich das Spiel wieder kreuzweise. Weil wie gesagt, wenn ich die Preise gleich sehe, ist sowieso vorbei. Da macht halt einmal... Und ich raste aus! Ich habe lediglich noch 3 Millionen Dollar und damit kann ich mir wahrscheinlich nichts von dem Update leisten, außer die Waffen. So, so, was denn neu hier? Warte mal. Also, Springmesser. Schwerer Revolver. Boah, Rick Grimes ist in der Stadt, Alter. Yeah, Rick Grimes mit dem Revolver und dem Clubmesser, Springmesser, voll geil. Voll geil. Ein Revolver, yeah. Ein scheiß Revolver, yeah. Oh yeah. Ich habe keine Yacht. Aber ich habe ein Revolver! Ein Revolver! Ich habe ein Revolver! Yeah! Mit diesem Revolver werde ich jetzt voll der Wolver! Yeah! Denn wir sind voll die Euvers! So, Euvel-Kneuvel. Was? Tim will ich als Leibwächter steuern! Ein weiteres Mitglied in dieser Organisation! Mensch, das ist ja für Schwerbehinderte geschrieben hier, ey! So, Doc Tees. Ach, guck mal hier. Oh.
Kraken? What? What the fuck? What the fuck? 6 Millionen! What the fuck? Einfach mal das Doppelte, was ich an Geld habe. Tut mir leid, ich habe kein gemoddetes Geld. Tut mir leid, ich habe auch kein Geld großartig geglitscht. Ich habe leider keine Zeit gehabt zum Glitschen. Tut mir leid, kann ich mir nicht kaufen, die Scheiße. So. Motor. Tut mir leid, leid, tut mir leid. Real Life war da, Real Life. Real Life. Real Life. Ha, scheiß Real Life. Anstatt GTA zu spielen und Geld zu verdienen, da 24 Stunden am Stück geh ich ins Fitnessstudio und so. Was für ein Lappen ich aber auch bin. Scheiße. 500.000. 600 oder 700.000. Wir können ja aufrunden. Und 1 Million. Yeah. Sieht aus wie eine Cobra. Sehr schön. So, jetzt gibt's noch, also schauen. Nein, warte. Dein Stil. Aha. Ja. 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 Stelzenhäuser. Ja, 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 ja. Die müsste man sich alle mal so angucken. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich habe ja bei der Yacht jetzt mit 15 oder 20 Millionen gerechnet. Aber... Ne, ist ein bisschen günstiger als erwartet. Ich habe ja echt damit gerechnet, dass das Ding teurer ist als der Luxor oder wie das Scheißteil da hieß. Das ist das goldene Flugzeug. Yeah! Ja, also, wir haben es gesehen. Es ist ein sexy Revolver, haben wir uns gekauft, ja. Das war das Update für die für die Unterverdiener in GTA. Ja. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ich nicht. Mein Gott, ich habe das so lange nicht gespielt, ey. Ich bin total durcheinander hier. Ach, du kannst die... Ach so, die teure. Da gibt es noch eine teurere Yacht und die kann man auch noch tunen. Ja, dann ist ja alles klar, ne? Okay. Hey, voll an. Teurere Yacht. Hast du jetzt gerade nicht richtig hingeguckt, oder was? Muss ich gleich nochmal gucken, also wirklich. Langsam wird das ja hier rassistisch, das Spiel. Trennen die Obdachlosen von den Reichen oder was? Na, wenn wir alle Autos verkaufen und Apartments, dann können wir uns vielleicht eine Yacht kaufen. Ich will nicht. Nein, nein, nicht da lang. Nein. Also nehmen wir die für 8 Millionen, ne? Ein bisschen Design, Tuning, Pimp My Ride, Shit. Und ja, dann bist du voll dabei. Vor allem, was hast du an der Yacht? Das sieht cool aus. Da hast du 5 Minuten Spaß dran. Oder 5 Stunden. Und dann ist nur noch Yao! Yao, ey, no! Das war's dann so. Aber ich sehe da schon so eine Yacht. Und die kann man dann wohl auch, ja, wie es aussieht, lackieren. Die ist nämlich nicht weiß, sondern schwarz mit Rot so. Ach du Scheiße! Wem gehört denn diese Prolljacht hier? Ja, Ja. Mit der deutschen Fahne.
Da vorne ist noch so eine Yacht. Wie darf ich das verstehen? Hat jeder seine eigene Yacht? Ja? Kann jetzt jeder sozusagen auf deiner Yacht rumlatschen dann? Und Scheiße bauen? Oder wie darf ich das verstehen? Oder kann man darauf eingeladen werden und ist das dann irgendwie anders? Da vorne ist noch so eine Mainstream-Yacht, die sieht aber nach nichts aus, also eigentlich mehr so wie so ein Fischerboot. Hier haben wir den Fischkutter, ne, den Garnelenkutter, oder? Wem gehört die Yacht hier, hä? Ah, was ist das für eine Flagge da, was ist das? Mach mal Wind. Ne, ich seh nix. Eine Schweizer-Flagge, glaube ich. Ja, ja, hm, ja. Sonst noch irgendwelche Yachten hier. I don't know. Der auch einen Landeplatz, ne? Einen Landeplatz hat der ja, ne? Ja, wunderbar. Wollen wir mal besuchen hier. Ho, 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 der Weihnachtsmann ist da. Ah, Pix, Pix. Ja. Sieht nicht so einladend aus, das Ganze jetzt hier. Ja, ja, ja. Hier gibt es bestimmt noch einen Innenraum von der Yacht, oder? Oder ist das schon alles so ohne Leben? Einfach nur eine stumpfe Yacht ohne Party und... Das Ding hat ge... Yachtabwehr. Ich komme hier gerade nicht weiter. Also mache ich tighter. Oh. Was ist mit dem Wasser los hier? Warum ist das so trübe mittlerweile? Das war doch immer so saftig blau. Alles in Gold. Timberlabel, junge Luxusjacht. Läuft mit Namen. Ah, ja. Und was soll uns das sagen? Ein Board, das hopen kann. Deutschland! Deutschlands Yacht! Das ist der Deutschland Yacht hier! Deutschland! So. Ja, hier ist der Whirlpool. Lol. Ja, klar! Ja, sieh! Lol! Ja, ich bin im Pool, ne? Und ihr so? Oh, yes! Ja genau, komm zu mir, Hetty und alle anderen hier, alles geht auf mich, freitrinken, Barney! Das ist ja voll krass, ey. Ich kann in den Whirlpool sitzen hier. Hä? Was macht der da? Hör mal, seit wann habe ich gesagt, du darfst Zigarren rauchen oder so, hä? Hör mal, warum zwingt das Spiel mich zu rauchen? Ich stehe auf, Hetty, auch wenn es ein netter Anblick ist hier, diese gestählten Körper und dein Körper und diese... Was denn jetzt? Fährt das Schiff? Wir sind gespannt. What the fuck? What the fuck? Kann man bewegen?
Ey, man kann so hüpfen. Doing, 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 doing. Würde ich mal schwer behaupten. Das ist ja geil. Ja, hör mal! Das ist cool, das ist cool. Ich muss den so hier so. In den Alamo-See. Ja, gut, man kann sie jetzt wahrscheinlich nicht selbst fahren, aber. Das ist ja lustig. Das ist ja voll lol. Das ist ja voll lol-like, ist das? Dass du die ganze Yacht einfach mal. Ja, die Location, die Position verändern kannst. Das ist cool. Das Korall, Alter. Kannst du den auch in, kannst du die auch in den Hafen steuern? Hör mal. In den Hafen. Und dann an den Haken legen. Das wäre ja auch geil. So anlegen. AMK! Ey, du musst mich nochmal einladen. Ich hab. Oh. Der hat mich einfach reingeholt. Ich hab gar nichts gedrückt. Der hat mich einfach reingeholt. Bin gegen meinen Willen hier drin festgehalten. So. Hoi, ja. Ja, okay. Gucken wir uns das Ganze mal von innen an. Wunderbar. Super Mitarbeit, Tim. Super. Ja, hier liegt einfach mal voll trockenen Raketenwerfer rum. Ja, andere Menschen kaufen sich den noch im Laden, ne? Und die, die jetzt sich die Yacht nicht leisten können, halt so welche, ne? Solche Idioten, die kaufen sich das halt im Laden. Ja, hier kannst du dann schön scheißen gehen. 3 Rollen Klopapier ist immer dafür gesorgt, dass da alles clean bleibt. Duschen kannst du auch, ja. Dann haben wir hier, Toothpaste, Die leckere Toothpaste jetzt bei ihrem Zahnhygieniker. Hattie ist da in Haya. Kann man jetzt hier eigentlich... Nee, man kann immer noch nicht ins Bettchen zu zweit. Und hier liegt noch C4. Oder eine Annäherungsmine. Ja, wunderbar. Was haben wir da für ein Porno? Was hast du gelesen, Hattie? Bruce Wright, Bloody Canyon. Yeah. Ach, guck mal die Schuhe an. Wie die aussehen. Die Füße so. So, haben wir hier noch was? Was haben wir hier so? Stellungen oder was? Ja, wunderbar. Huch, Alter! Puh, da haben wir zu viel gesehen. Ja. Auch hier. Eine. Es fährt weiter. Es bewegt sich. Fort. Guck mal, wie da oben Dezent 0 steht bei mir. Null, du bist ein obdachloser Penner, der sich auf eine Yacht geschmuggelt hat, Junge. Verpiss dich, du bist gebannt, Alter. Du gibst kein Geld für das Spiel aus, Junge. Du hast kein Recht, das Spiel zu spielen. Toot, toot. Jetzt bin ich ja draußen hier. Oh, jetzt sind wir hier oben. Oh, very nice, very nice. Der fragt dich gar nicht. Ist das ein Bug oder liegt das daran, dass ich auf der Yacht bin? Denn der fragt mich gar nicht. Der macht einfach so, BAM, Junge, in meine Yacht rein. In meine Yacht rein, Bitch. Du bist einfach so eiskalt in den Schlund gezogen. Hier haben wir noch ein nettes Schlafzimmer. Ja, was haben wir denn hier? Oh, Bloody Canyon scheint ein Bestseller zu sein momentan. Self-Help. Selbsthilfe für Frauen. Habe ich euch schon erzählt? Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich hatte dieses Jahr so ein Frauen-Highlight im Februar, was mich das ganze Jahr über ein bisschen so... Naja, ein bisschen blöde gemacht hat. Das ist einfach mal so richtig geil... Als wenn du auf Wiederholung klickst bei irgendeinem Video, was dir richtig gefallen hat, ist mir das dieses Mönötchen schon wieder passiert. Ich denke immer so, boom, dieser Jackpot, ne? Wieso habe ich nicht so ein Glück mit Rubbellosen? Nein. Stattdessen kriege ich hier den Arschtritt 2.0 dieses Jahr. Egal. Die Tür geht nicht auf. Wer ist da am Kacken? Wer sitzt da im Scheißhaus? Vorleger. Lol. Lol-like. Ich hoffe, du hast abgezogen. Nein, er hat nicht abgezogen. Da gucken wir auch gar nicht erst rein. Hör mal. Eine Stinke-Piet hier, ne? Was haben wir hier? Ein Sniper. Oh, hier liegt. Also mit Waffen, wie ist er hier überschüttet? Aber anscheinend kann die nur der Benutzer, beziehungsweise der Urheber, beziehungsweise der Besitzer aufnehmen. Oder es ist, weil unsere Waffenkammer einfach überfüllt ist. Aber ich glaube, er, der Besitzer der Yacht, kann die nur aufnehmen. Ja, und dann haben wir hier noch so ein wunderbares Zimmer. Was haben wir hier? Bloody Canyon. Ja, Hong.
Die Yacht gehört mir nicht, Pascal. Nur so zur Info. Tut mir leid, ich bin leider keine Rich Bitch. Ich kann's mir nicht leisten. Nicht mal diese Blumen. Ach jo, wir können auch unsere Apartments jetzt verändern, glaube ich, ne? Oder gilt das nur für die Mansions? Oder können wir auch unsere normalen Apartments verändern? Ich hoffe ja, ne? Wer ist das? Ach so. So, was das hier? Sexy Kleider. Oh. Wenn man von sexy Kleiderschrank redet. Ja, wunderbar. Jetzt gehen wir mal, ne? Andere Seite. Hi, Carlos. War das Wort Carlos? Carlos, ja. Carlos. Carlos. So, ja. Einen schönen Tag, Frau Herr Dezent-Sim-Tümmel-Tim. Tel-Tel-Pümmel-Tim. Ja, hier ist der Ausgang. Nein, ich will nicht raus. Lass mich rein! Ich will jetzt oben gucken. Hallöchen. So, da haben wir hier noch ein paar Chefsessel. Können wir uns in diese Chefsessel auch reinsetzen? Nö, können. Doch, oh, geil. Ja, oh. Ja, ja. Für wilde Partys hier auf jeden Fall. Drink! Gib mir einen Drink! Oh. Boah, das sah aus wie die übelste Seetang-Jauche, die wir da gesoffen haben. Na, also ein Drink. Oh. Ja, eine Bar haben wir hier. Wo ist denn dein Paar? Gehören Sie zum Personal? Gehören Sie zum Personal? Gehören Sie zum Personal? Ja, Pascal. Ich würde ja sagen, jetzt hier so. Hier! Nimm den Fuffi, GTA! Nimm ihn! Nimm ihn in den Mund! Nimm ihn! Nimm den Fuffi von mir, ja? Da fehlen nur noch 25 Euro, da kannst du mir 8 Millionen in den Lauch schieben, aber nein. Nein, nein, ich habe keine Kohle für Ingame-Geld. Jedenfalls moralisch kann ich das nicht so unterstützen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich ein Rubbellos irgendwie 1000 Euro gewinne, dann gönne ich mir mal einmal eine Cashcard. Aber im Moment, außerdem, überleg mal, es gibt eine. Boah, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Pass auf, pass auf, ey. Es gibt ja diese Yacht, haben die gerade gesagt hier, die Jungs und Mädels. Die kostet 8 Millionen. Und was kostet noch 8 Millionen? Ja, was kriegt man? Was kostet 8 Millionen GTA-Dollar? Richtig. Wie Pascal sagt, 75 Euro. Also kostet die Yacht mal eben 75 Euro. Das ist teurer als das Spiel. Die Yacht, nur die Yacht in einem Spiel ist teurer als das Spiel. Das musst du dir erstmal geben. Aber egal, haben wir Pech gehabt, ne? Penis. So, wir haben hier noch Obst. Ja, wir haben sehr wohl Obst in der Yacht. Ja, man sieht hier Obst, Pferdeäpfel, frisch von der Statue. Ja, ich rubbel gerne. An den Losen. Ah, da sind noch diese komischen Pflanzen, ne, mit dieser orangen Kugel drin. Machst du einfach, ich mag die nicht. Das sind mir die Kugeln lieber. Entschuldigung. Ja, Vor allem diese. Wie geht das denn? Jetzt kannst du jetzt echt aussuchen, wo du anlegst, ungefähr, da je nachdem, wie tief das Wasser ist und so. Oh, 9,7 Millionen. Whee! Selbst bis du die erspielt hast, vergeht eine halbe Ewigkeit. Mist, ich dachte, ich kann da mal ordentlich einen reinballern hier. So richtig voll die Faust aufs Auge. Aber geht nicht. Wenn du das erspielen willst, dauert das auch eine Weile. Ich meine, du musst ja allein. Boah, wir haben ja für das Geld, was ich hatte. Ich habe mir ja offen und ehrlich teilweise was geglitscht gehabt. Das war aber nicht so viel. Das meiste haben wir uns erspielt mit den Heists, ja. Wir haben ja eine Weile immer wieder die letzte Heist gemacht und. Also, es gibt nur verschiedene Orte zum Annehmen, okay. Wir haben ja die Heists gemacht öfters. Und da kriegt man ja jedes Mal als Anführer, wenn die Crew, also deine Crew großzügig ist, kriegst du bis zu 700 oder 800.000 raus. Das dauert jedes Mal so eine Stunde, anderthalb Stunden oder zwei, je nachdem, wie gut deine Crew ist. Das dauert schon echt lange, hier Kohle zu machen. So, was gucken wir uns als nächstes an? Wir haben die Autos. Wir haben die Autos gesehen.
YOLO Gamer, was geht? Das Portemonnaie geht in Insolvenz. Ah, ja. Guckt euch mal meine magischen... Hallo. Guck mal, wie ich das kann, wie ich mich umziehen kann. Paff, einfach so. Ah. Ja, uch. Ah. Wunderbar. Und wie geht's euch heute so? Was habt ihr so gemacht? Ja, ich hab in meiner Yacht gechillt, ein bisschen im Whirlpool gebadet, so. Und ihr so? Ja, ich hab den ganzen Tag im Internet nach einem Modder gesucht. Ich brauche ja Geld, um mir das zu kaufen. Und der andere, was hast du getan? Ich hab einen von meinem Papa auf die Fresse gekriegt. Ich hab 75 Euro von seiner Kreditkarte verschwinden lassen. Und du so? Ja, ich bin jetzt im Heim. Und du so? Ja, ich spiele jetzt schon seit 25 Tagen GTA Online, hab jetzt 7 Millionen zusammen. Jetzt kaufe ich mir die Yacht, die nicht ganz so teuer ist, also die mittlere Klasse so. Und du so? Ich lebe. Aber du hast dieselbe Badehose an wie ich, also nee. Partnerlook geht ja gar nicht hier, also wirklich. Tut mir leid. Ich bin ein obdachloser, geldloser Penner. Du kannst das doch nicht bringen. Guck mal, wie Hetty mit dem Wasser spielt. Habt ihr das gesehen? So. Ja, wunderschön in dem Sonnenuntergang. Wir müssten jetzt eigentlich voll das Boot drehen. Nein, müssten wir nicht. Wir müssten uns jetzt so auf die Kante legen. So. Oh, wie romantisch. Ist mein Portemonnaie leer. Und er fährt schon wieder. Man, Tim. Man kostet doch Geld, so eine Yacht zu tanken. Kostet doch alles Geld heutzutage. Oh Gott. Wo ist eigentlich die Brücke? Warum können wir nicht hier Chaos machen? Ich wette, bald gibt's Mods, dass man die Yacht fahren kann. Auf dem PC auf jeden Fall. Man kann sich an eine Scheibe lehnen. Yo! Ich lehne mich mal an die Scheibe der Cam, ne? Yo, es geht! Ja, welche Scheibe denn? Oder hast du... Ne, hast du jetzt Scheibe? Doch, Scheibe. Ich habe schon gesagt, du schreibst hier unsittliche Dinge. Wie das Schwert aus der Scheide. Scheibe. Scheibenkleister, wo kann man denn nach oben? Ach da. Flugabwehrsystem. Soll mal einer vorbei... what the fuck? Ruhe! Was sind überhaupt dieses Raketenabschusssystem? Oh. Oh. Oh, dieser Sonnenaufgang wollte ich schon sagen. Dieser Sonnenuntergang. Er ist so romantisch. Er erweicht mein nicht vorhandenes Herz. Ja, ich habe kein Herz. Aber trotzdem, es ist so schön. Es ist so schön. Ich tue nur so, als wäre es schön. Es ist nicht schön. Ich hasse es. Es hat was mit Romantik zu tun. Das kann doch nicht wahr sein. Warum tut man sowas? Warte. First person. Boah. Ist das nicht wunderschön, mein Schatz? Jetzt sind wir schon 2 Jahre zusammen, mein Schatz. Deine Brüste sind immer noch straff und prall. Und du, mein armer Butler, du hast immer noch diesen vollen Bart. Ich bin so stolz auf euch. Ah, ich würde euch alle beide nochmal heiraten am liebsten. Das heißt, euch alle beide... Tut, tut. Ja, die Sonne ist untergegangen. So, Zeit, Ende vorbei. Boah, guck mal. Sie kann sich auch anlehnen. Ja, wunderbar, wunderbar. Sie streckt den Arsch heraus. Alles wunderbar. Carlos... Ich weiß, du bist die Nummer 1 in Sachen Whirlpool-Reinigung. Du hältst unseren Pool so sauber. Du hältst das Geländer so benutzt. Du. Guck mal, guckt euch diese Kurve an von dem Charakter. Dieses Hohlkreuz. Nein. Ich guck mal ganz unschuldig auf mein Handy.
Ich mache jetzt eine Sprachnachricht. Nicht. So, ja. Bereite dich auf die Herausforderung, gestohlene Fahrzeuge vor. Ja, können wir machen. Wir klauen einfach die Yacht. So. Ja, also so notgeil bin ich jetzt gerade gar nicht eigentlich auf eine Yacht. Ich meine, ist ganz cool, ja. Aber naja. Ich habe eh kein Geld, um sie mir zu kaufen, von daher. So, was haben wir denn hier oben noch? Romantisches. Huch, huch. Huch, was ist mit der Cam los hier so? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ja, ja. Ach so, ja, ja. Ah ja, stimmt. Hier waren wir ja schon, ne? Ja. Ich würde sagen, dann klauen wir diesen Hubschrauber hier. Dann werden wir erstmal eiskalt abgeschossen. Vom Abwehrsystem. Wobei, ich habe doch gar keine... Ist das ein neuer Hubschrauber übrigens? Eigener Jet! Ich wollte schon sagen, da kommt ein Jet angeflogen extra. Hä? Alter. Was auch immer das war. Ich wollte schon sagen, was? Hat die Yacht ihren eigenen Jet zur Verteidigung? Oh nein, sie hat einfach versucht, den Jet abzuschießen. Ich fliege jetzt noch einmal in mein Apartment. Ich würde gerne mal schauen, ob man da jetzt irgendwie individualisieren kann. Ja. Wo sind wir eigentlich? Weiß ich gar nicht. Voll. Ich hab die ganze Zeit gedacht, wir sind immer noch in der einen Ecke da. Ja, ja, ja. Wo haben wir denn angelegt mit dem Ding? Da, okay. Ja, sexy auf jeden Fall, würde ich sagen. Ne? Sehr sexy, wie so eine Yacht. Kannst du überall auf den Weltmeeren deinen Spaß haben. Boah. Aber naja, ist über 10 Mille für die fetteste Yacht ist schon wieder eine Ansage. Das sind über 75 Euro. Also ich denke mal, fürs gesamte Update, wenn du wieder alles kaufen willst, bist du 100 Euro locker los. Ach so, man kann nur in den neuen... Ach so. Da brauchen wir da gar nicht nachgucken. Oder was? Wenn ich das annehme, bin ich halt voll der Bodyguard so. Naja, gut. Die neuen Apartments sind ja auch ein bisschen toi-toi, ne? Viel ich weiß. Ah, Designer-Apartment. Kosten auch mal eben 1 Million. Ja. Ja, ich werde mir irgendwann so ein Stelzenhaus zulegen. Dann geben wir einen ab, den Eclipse Tower oder so. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Dann war es das erstmal großartig von dem Update. Wir haben jetzt die Yacht gesehen, der Revolver, das komische Messer. Ja, die Fahrzeuge, ja gut, die können wir, brauche ich jetzt nicht kaufen. Ein bisschen teuer, finde ich. Wobei es geht, aber wie gesagt, wir haben nur 3 Mille und... Das brauche ich allein schon für Munition in Zukunft. Ja, gucken. Vielleicht kommen hier irgendwann mal 50 Millionen vom Himmel gefallen. Da können wir uns den ganzen Shit mal leisten und noch genauer reinziehen. Aber das war's dann von dem Update. Hi. Ich lande und lande und lande. Ach, so früh. Ist die Ampel rot, ist grün. Oh mein Gott. Oh. fünf Apartments, also kann ich mir einfach so irgendwas holen. Ja komm, dann gucken wir uns eben noch die Villa da an. Zum Glück wird uns ein teures Auto hier vor die Nase gestellt. Wir sind ja obdachlose Penners, wir können uns selber nichts leisten. Deswegen jetzt hier im Ford GT Nachbau. Warte, wer ist da? Point. Ich hab's doch gespürt. Ich wusste doch, es hätte meine Sportwagenhilfe braucht. So, Ford GT-Style hier. GT steht für Geld ist Tabu. Geld-Tabu. Oder Gammler Transit, kann auch sein, ne?
geldlos Transit und so. Geldloser Traum. Ja, da haben wir erstmal die Potzilei am Anus. Aber die sollten wir eigentlich loswerden. Gucken wir uns die Villa nochmal an, da, was er sich gegönnt hat, das Stelzen aus. Die haben ja alle Glück, die haben noch von Xbox 360 so viel Kohle. Könnte ich eigentlich auch machen. Ich könnte ja jetzt sagen, ja, scheiß auf unseren Fortschritt, den wir hier gemacht haben, weil er geht ja online auf der neuen Welt, ja, auf der neuesten Konsolengeneration. Und zurückgehen nach Xbox 360, mir da irgendwie, was weiß ich, 300 Millionen modden lassen, dann den Charakter übertragen, wieder ganz neuen halt, ne, also Level modden, Geld modden und dann gib ihm, ne, alles von neu. Alle Statistiken sind dann allerdings weg. Und da ist jetzt so ein abgefuckter Stern und ein abgefuckter Kopf, der mir entgegenkommt. Weil es ja immer noch so lange dauert, die loszuwerden, die Mistkerle. Hatte ich glaube ich noch andere Fahrzeuge, ne? Hab ich noch gar nicht gesehen, diese Kampflimousine oder so. Ups. Rein ins Auge gehen können, mein Freund. So, der Schuppen hier ist zu verkaufen. Ja, naja, okay. Ist jetzt nicht dein Überluxusgebäude. Willen, hä? Ich krieg meinen Willen nicht, wenn ich eine Villa hab. In den Willen hast du den freien Willen. So, ja, Die Einladung ist weg. Auch nicht schlecht. Der, 3655. Ja, so parkt man heutzutage vor Gebäuden hier. Voll die Styler-Meiler. So, möchte mich jemand in seine Villa einladen oder machen wir Feierabend? Push, push. LOL. Der Busch hat mir Beinchen gestellt. Ein Beinstellbusch, die sind ganz selten. Huch. Das war jetzt keine Absicht, aber... Everything what else. Ach, leck mich doch am Arsch. Er lädt mich ins Apartment ein und ich werde wieder reingesogen. Das ist so komisch. So, neues Haus. Ja, ganz neue Einrichtung hier mal wieder. Eine hübsche Villa. Wunderbar, wunderbar. Das war's, ne? Der Pool und so ist alles nur Deko. Da können wir nichts mit anfangen, nehme ich mal an. Oder hat er hier keinen? Pool. Wo sind wir denn hier? Gucken wir da unten. Ach du Scheiße, wunderbar. So eine Wand hier. Will ich auch haben, ja. So richtig fischig. Bams. Oh yeah, das sexy Schlafzimmer. Und hier ist bestimmt das Scheißhaus, würde ich mal sagen. Ja, ja. Also wenn du mal keinen Bock hast, direkt in die Dusche, dann klatscht du dich einfach so gegen die Wand da und wirst so berieselt. Ja, kannst du in Fötusstellung da rumheulen. Boah, Dusche, Badewanne separat, ey, meine Güte, sieht ja aus hier, ey. Die Perlen hast du im Bett, also ich werd wahnsinnig hier. Aber auch hier ist die Funktion nicht erhaben. Ja, wunderbar, wunderbar. Und sonst geht's noch weiter runter. Hab ich gesehen. Tata. So ein Untergeschosspool wäre natürlich geil. Hier haben wir noch eine Kuh. Die macht Mu, nicht mehr. Die scheint nur noch Bu. DS, was haben wir da? Chains of Intimacy. Retrospective. Was?
Ach, und die haben wir diesen Heist. Laden, Laum, Raum, Blaum. Ja, die Magnum, die kann ich dir gleich noch ganz kurz zeigen und dann machen wir Feierabend hier. Oh, Meister. Dann haben wir das Update durch. So, größtenteils, ne? Das mit der Ausstattung gucken wir uns das nächste Mal dann an. Wenn ich mir eine will. Ich kann mir eigentlich eine kaufen, aber ich kaufe mir die in der nächsten Folge. Ja, und am Kochen ist das Personal auch. Vor allem sind das alles Zwillinge. Die sehen alle aus wie ein Hetty. Also jeder, der sich eine Villa kauft, bekommt einen Satz Hettys dazu. Ja, da ist einfach überzeugend das Update. Jetzt bin ich überzeugt. Jetzt habe ich nichts mehr zu meckern. Ja, toll. Ja, wunderbar. Ne? Gleich ein. Kannst du ordentlich eine Bon eine reinziehen? Whisky kannst du ja auch trinken. Ja, Happy Birthday. Deinen eigenen Soldaten hast du noch hier. Kann ich euch als Bodyguards einstellen oder was? Aber ich will Bodyguard sein und bezahlen. Bezahlt werden. Scholl. Ja, ich mach den Bodyguard für dich, ne? Und ich bezahle dich auch noch dafür, dass ich das darf, ey. Ah jo, Stuck. Haben die hier. Als VIP registrieren? Ne. Ich bin verfügbar, Jungs, ey. Onkel Security GmbH. Apartment verlassen. Haben die Garage geändert? Ich nehme mal an, nein. Ach, Bodyguards muss man nicht bezahlen. Ja, ich lass mich mal dann, ey, als VIP bezahlen. Hier, zack, registrieren. Bist du sicher? Ein What the fuck Moment! Egal, man. Wie viele Bodyguards kann man haben? 29? Hat keinen Sinn mehr. Braucht man gar keinen Schutz mehr in der Lobby. Oh. Oh, ja, der Revolver, ne? Hier ist der Revolver. Wunderbar, wunderbar. Ja. Rick Grimes, also die Apokalypse kann kommen, die Zombies können kommen. Wir haben jetzt einen Revolver. Onkel Grimes ist am Start. Können auch irgendwie mal ein Loch in den Schädeldeckel ballern damit. Wie wär's denn mit dir hier? Nein, die Yacht kann man nicht steuern. Du kannst verschiedene Anlegeplätze ansteuern lassen, aber sonst nichts. Hetty will ich nicht erschießen. Wow! Ich würde sagen, den hat es mit einem Schuss voll versemmelt. Na gut, Freunde der Nacht. Ha! Ich flüchte einfach. Ich flüchte einfach.